Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Blue, die Reihe, in der ich versuche, in den Rank hochzukommen. Wir haben schon den ersten Gegner, hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht, gegen New Zero. Also, wir wollen jetzt von dem Namekianer-Rang endlich hochsteigen und ihr wisst ja, ich bin auf meinen Arcade-Stick umgestiegen und dementsprechend ist das alles noch ein bisschen ruckelig. Ich bin wieder Anfänger, ich muss alles wieder von vorne lernen und habe mein Team jetzt ein bisschen umgestellt. Und hätte jetzt sogar direkt den Rangaufstieg. Sehr cool. Ich habe den Shenan Gohan und Vegeta Blue. Ich habe die ganze Zeit Vegeta im Kopf. Mit dem Kopf. Mein Gegner hat Freezer, Vegeta Blue und Cell. 50% Siegesquote. Das ist nicht schlecht. Und ich habe Piccolo kurz ausgetauscht, um ein bisschen was auszuprobieren. Und bin gespannt, ob es besser läuft wie letztes Mal. Letztes Mal war es sehr ruckelig mit den Eingaben, mit den Sachen, die ich gemacht habe. Und ich hoffe einfach mal, dass ich mich langsam immer mehr an den Arcade-Stick gewöhne. Viele fragen sich vielleicht, warum bist du umgestiegen? Ich will es gerne ausprobieren, mir gefallen die Eingaben, aber es ist einfach nur, man ist jahrelang mit dem Controller gewohnt, mit dem Arcade-Stick ist es eine Umgewöhnung und es dauert, bis man wieder auf demselben Level ist und alle Eingaben perfekt sind. Und daran arbeite ich jetzt live im Rank. Deswegen, wenn ich verliere, ist es nicht so schlimm. Ist ja auch schon vorgekommen. Und jetzt schauen wir mal. Okay, das war nicht schlecht. Okay, der ist ein Rushdown. Okay, der weiß auch gut zu blocken. Nice. Oh, das war richtig schlecht von mir. Richtig schlecht reingebracht, Vegeta, um direkt Schaden zu bekommen. Und ich bin gerade ein bisschen überfordert. Jo. Okay, er drückt die ganze Zeit Knöpfe wieder und ich sehe schon kommen, wenn ich mich nicht konzentriere. Und das ist das Problem bei diesem Spiel. Kommentieren ist gar nicht mal so einfach. Das wollte ich jetzt gar nicht machen, sondern das eigentlich. Daran merkt man, dass ich echt mit den Eingaben ein bisschen... Oh Gott, das sollte Maseko werden. Ernsthaft? Okay, jetzt reicht's. Okay, konzentrieren, Sergio, konzentrieren. Weil ich lasse ihn die ganze Zeit Druck aufbauen und wehre nur ab. Das ist nicht das, was ich machen sollte. Trifft ihn? Jo. Wollen wir mal ein bisschen Combo hier machen. Und ihn hoffentlich töten. Ja, aber es wird nicht ganz lang. Ah, ich habe noch kein Potential und nicht mit Gohan gemacht. Und das wollte ich... Ah, ich habe kein Nita. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice. Na, trifft er? Oh Gott, ich wollte wechseln und habe es wieder verkackt. Aber er hat seinen Sparkling schon weg. Ich nicht, ich habe keine Meter, okay. Oh Gott, was mache ich da? Und ich drücke den falschen Knopf die ganze Zeit fürs Wechseln. Ich wundere mich, warum wechsle ich nicht? Das heißt, wieder eine Niederlage, weil ich im Kopf die ganze Zeit auf den falschen Knopf drücke, weil ich mein Layout nochmal ein bisschen geändert habe. Okay. Nice. Oh Gott, das wollte ich nicht machen. Und ich bin down. Ja, ich bin down. Nice. Gut gespielt. Gut gespielt. Verdient verloren. Weil ich einfach nicht weiß, was ich tue. Erstes Spiel fängt schon mal schlecht an. Okay. Dann nochmal. Das war mal immer. Das war mein Aufstiegskampf. Ja, ich wollte gerade sagen, komm, Junge. Das kannst du besser.
Das wollte ich eigentlich machen. Ja, und verpasst. Und das macht er aber gut. Er verbraucht seinen Meter deutlich besser als ich. Und ich habe wieder gebacktasht. Nice. Und wieder. Okay, ich muss echt darauf achten, wo meine Assist-Knopf ist. Und Vegeta ist down, weil ich wieder die falschen Knöpfe drücke. Gott. Ah, das nervt ein bisschen. Und er rusht. Nice. Er wechselt auch sehr effizient. Nein. Okay. Nein, oh, der war richtig gut. Na, schafft ihn down zu machen? Ja, wahrscheinlich. Okay. Wer kann am schnellsten Button mashen, ist das hier gerade. Und ich verliere zwei Matches hintereinander. Komplett verdient. Komplett verdient, weil ich nur Mist baue. Ja, und ich rushe wieder rein. Ach, New Zero. Verdient verloren. Verdient verloren. Gut gespielt. Ich konnte mich nicht darauf einstellen, wie du auch Druck aufbaust. Ich habe trotzdem Rangaufstieg. Ein bisschen unverdient. Nervt mich gerade ein bisschen. Also mal sehen, wie der nächste Kampf dann abläuft. So, der zweite Kampf kann nur besser laufen. Goku Black, Vegeta Super Saiyan C18, 56 Spiele, 30 Siege. Gute Quote. Ich bin Saiyajin mittlerweile, ihr wisst ja, mit Tenshinhan immer noch im Team. Mal gucken. Der erste Kampf war ziemlich kacke. Was mir aber eingefallen ist, wenn ich Piccolo dabei gehabt hätte, gegen den Gegner wäre das wirklich gut gewesen, weil er mit seinem Konter halt seinen Rushdown, also seinen Druckaufbau, wirklich gut gekontert hätte, wenn ich es hingekriegt hätte. Aber im Großen und Ganzen lief ja eine Menge schief. Oh, und gleich direkt übersprungen. Dann wollen wir mal schauen. Ah, und wieder gedroppt. Okay. Ja, den Dragon Rush nutze ich immer noch. Super selten. Okay, nice. Und wieder gerusht. Okay. Müssen wir uns darauf einstellen? Jetzt sollte jemand langsam einen Down bekommen. Okay, das wollte ich gerade nicht. Mach mal wieder. Okay, Vegeta down. Vegeta down. Oh, oh Gott. Okay, der geht relativ oft in den Dragon Rush. Darauf muss ich mich einstellen. Nein. Und wieder.
Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Also immer wieder, immer noch keine sauberen Eingaben. Das ist das, was mich wirklich ein bisschen nervt. Ja. Den Rush aktiviert. Also ja, wenn relativ wenig Leben nur noch über ist, gehe ich immer davon aus, dass der Gegner oder ich selber würde es ja auch machen, den Rush aktivieren. Und dann eine Raw Level 3 reicht meistens, um ihn noch platt zu machen. Weil die Level 3 so ein Drittel des Lebens mindestens wegnehmen sollte. So, Yasin, machen wir noch einen? Wir machen noch einen, sehr gut. Ja. Niemals aufgeben, das mache ich auch nicht, wenn ich platt gemacht werde. Okay. Okay, da geht jetzt die ganze Zeit ein Dragon Rush, das heißt, blocken brauche ich eigentlich nicht, muss in Bewegung bleiben. So. Einen direkt down bekommen, das ist gut. Wenn ihr einen Charakter schon mal down habt, dann ist die halbe Miete teilweise schon gemacht. Oh Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, so ein Drittel des Lebens, ihr merkt. Ah, und deswegen. Okay, damit habe ich. Ah, ich muss gegen die Dragon Rushes. Ich komme noch ein bisschen stumpf von ihm. Okay, er rusht, drückt Knöpfe. Die Sache ist. Mach ich jetzt auch? So, so. Okay. Damit haben wir sie down. Das, was ich machen wollte, hat nicht ganz geklappt, weil ich sie nicht hoch genug in die Luft bekommen habe mit der Combo. Das ist eine Auto-Combo und damit ist Vegeta down. Weil ich gerade ein bisschen was ausprobieren wollte. Eigentlich sollte man versuchen, nie Raw zu wechseln. Okay. Ah, gut gewartet. In die Auto-Combo rein. Nein. Und das funktioniert immer noch nicht, wie ich es möchte. Nice. Und ich habe es wieder zu locker. Ich gehe das Ganze zu locker an. Gut, ich habe Gohan natürlich noch. Aber ich probiere gerade ein paar Sachen aus. Und das, man muss bei solchen Fights immer hundertprozentig konzentriert sein. Das wird nicht ganz lang. Und das war. Oh, ich hab noch nicht mal ein Level 1 aktiviert bis jetzt. Ja, das habe ich geblockt, sorry. Oh Gott, das ist gerade Dude gegen Elend. Ja, damit ist aber. Hat sich nicht gut angefühlt. Gerade der letzte Kampf nicht. Es hat gut angefangen und dann habe ich wieder nachgelassen, wurde nachlässig. Und das darf man sich ab einem bestimmten Level nicht mehr erlauben. Und hier nutzt meine Assists immer noch nicht vernünftig. Okay, einen machen wir noch. Mal gucken. Dreier-Set immer in solchen Videos. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser. So, und wir kommen zu dem letzten Kampf des Videos. Wir kämpfen gegen den Ultimate, Namekianer mit Goku, Gohan und Vegeta. Vegeta im Blue-Stadium. Ich bin Saiyajin. Ersten zwei Matches verloren, die nächsten zwei gewonnen, aber meh. Mal gucken, wie das hier läuft. Immer noch mit Tenshin Han mit am Start. Ich muss sagen, Tenshin Han gefällt mir richtig gut. Vielleicht würde ich sogar Gohan mal auswechseln. Aha. Okay, nice. Okay, ein bisschen zu vorhersehbar, was er so macht.
Okay, und ich muss auch mich selbst daran gewöhnen, ein bisschen mehr zu beobachten, nicht sofort voranzuschreiten. Weil das ist das, was mir am meisten... Was mir den ein oder anderen Kampf schon gekostet hat. Okay, das kannst du vergessen. Ja. Ich wollte gerade Chaozu benutzen, um ihn zu stunnen, aber so viel er rumspringt und Knöpfe drückt, bringt das mal rein gar nichts. Nee. Okay, soll er halt blocken sollen? Okay, lalalalalala, ins Gesicht. Okay, ich wollte backdashen. Übrigens, Backdash ist auch, viele fragen sich immer, warum werden sie getroffen, obwohl sie nach hinten drücken? Das liegt daran, dass man Backdash, wenn man zweimal nach hinten macht, geht man ja so relativ schnell nach hinten. Dabei blockt man aber nicht. Und das muss ich mir ganz schnell abgewöhnen. Okay. Wir sind noch eine gute, coole Kombo hinkriegen. Jawohl. Und das machen wir jetzt irgendwie. So. Nice. Puh. Also nicht perfekt gespielt, definitiv nicht, aber immerhin ein bisschen was hingekriegt. So, machen wir noch einen Rückkampf? Ja, ja. Nein, das soll dann wohl das für dieses Video gewesen sein. Also wie gewohnt freue ich mich, wenn ihr Bock drauf habt. Like da lassen. Wir kämpfen weiterhin in den Refacer Games. Ich werde weiterhin üben und in der nächsten Road to Blue Folge hoffentlich deutlich besser sein mit meinem Arcade Stick. Also bis dahin, reingehauen.